Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5 mit dem lieben Marco. Genau, und wir durften jetzt, glaube ich, mittlerweile bei Part 40 sein, oder? Bestimmt. Und natürlich mit dem lieben Jake Madison. Nein, Spaß beiseite. Der hat hier nichts zu sagen. Warte, lass den mal killen gerade. Dann habe ich meine 12 Kills voll. Da ist ja nochmal jemand. Komm, schieß. Dann gucke ich mal, was der jetzt für eine Fähigkeit hat als zweites, was richtig cool ist bestimmt. Bringt nach einigen Abschüssen wieder verwendbare Munition zurück. Oh, cool. Der Typ gefällt mir gut. Jetzt dürfen wir wieder schießen. Das war eigentlich falsch geworfen, aber egal. Guck mal, da liegt ein Reh, das nehme ich mit. Okay. Oh, da kommt ein LKW. Sehr gut. Wo lag das denn? Hier. Aber ich kann, glaube ich, gar nichts plündern. Ja, ne, das ist eine feste Textur. Nicht Textur, Scheiße. Sondern ein Gegenstand. Wenn du Lust auf Action hast, kannst du dich auch hier hinten draufstellen. Ja, mach ich. Da kommen schon welche. Dann haben wir wenigstens auch ein bisschen mehr Verteidigung. Ich kann ja vorne rausschießen. Wenn du runterfällst, musst du... Oh, cool, ich kann dich sehen. Muss Bescheid sagen. Ja, alles gut. Yippie-yay! Also ein Gegner, rechte Seite. Oh, weg. Egal. Zwei Kilometer noch, dann sind wir da. Das dürfte relativ zügig gehen, so wie wir gerade unterwegs sind. Hoffentlich. Ich habe echt einen guten Überblick über die Straße hier oben. Alter Schwede, schon wieder 3 Uhr, ich glaub's nicht. Tatsächlich. Wann hier die? Ah, hier sind unsere Bienenfreunde. Oh, gleich sind wir da. Ja, ja, der kommt da. Ich glaube, ich mache das ein bisschen mehr mit dem Rekrutieren von Leuten. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ich glaube, ich hole aber, ruf mal den Sprengstoffexperten. Warte, das könnte ich jetzt mal gerade machen. So, Tschüss. Wir sehen uns bald. Ja, wo ist die denn? Ah, da ist sie. Evie Crawford. Ah, typisch nice. Amerikanischer Name. Ja, genau sowas habe ich gebraucht. Warte, ich steig mal kurz aus und wieder ein. Ich höre was. Ja, ich bin das. Hier komm ich. Ich bin bei dir. Dann steigen wir ein. Wechsel Stellung. Weibliche Unterstützung. Mit einem richtig schönen Bumsrohr. Jetzt sind wir zu zweit. Ach, du guckst da vorne. Ja. Jetzt nicht mehr. Wir kommen zurück. Oh hier, yeah, das war eine schöne Kurve zum Abbiegen. Das hier ist unschön. Na, wobei es ging. War Gott sei Dank nur ein Flussbeet. Ein Flussbett heißt es, glaube ich. Ja. Rich. Hoi. Hoi. Hoppelbahn. Oh, ich bin weg unten. Damit! Krass. Mit deinem eigenen Auto überfahren.
Hab den Tod geschweißt. Auch nicht schlecht. Wir hatten da den LKW genommen. Oh, da ist wieder ein Wolf oder sowas. Ja. Hab ihn. So, da war eine Tür. was müssen wir denn hier machen? Ah, warte. Ah, warte, ich kann hier hochklettern. Nein! Einmal um den Turm. Sie sind alle tot! Oh, nachladen. Gib mir Deckung! Ah, das ist wieder ein hoher Turm. Ich spring gleich runter. Du kannst mitkommen oder unten bleiben, wie du willst. Ah, fuck! Was denn? Voll daneben. Brauchst du Unterstützung? Nee, alles gut. Mist, da ist ein Truck, den will ich mit hochjagen. Schnell hoch. Ein Puma? Tatsächlich. Haha, schön. Ast rein. Und wir gehen jetzt kaputt, einfach so. Naja, warte, dann hol ich mal einen Basie raus. Du hast jemanden gekillt. Du tötest Unschuldige. Scheiße. Ich wollte eigentlich nur den Puma töten. Die sind alle tot. Jetzt ist alles umsonst, jetzt gibt's keine Einwohner mehr. Was? Wer hat dich vollgepinkelt? Hä? Der Kerl hat gesagt, irgendwas hat sie vollgepinkelt. Oh. Ich scheint auf jeden Fall Badass zu sein. Deputy, hier Larry, ich komme und gehe dir zur Hand. Ich kann die Geräte von hier oben bestens sehen. Der hat einen Hubschrauber. Oh. Er hat gerade erst gelernt, wie man fliegt. Ja, geil, ein Kletterhaken an den Helikopter dran. Oh, und jetzt kannst du dich durch ihn, geil. Hoch. Das gefällt mir gut, das macht Spaß. Hast du eine MG hier oder so? Oh, schade. Ich flieg einen Bogen, damit du sie treffen kannst. Ach, verdammt. Am besten fährst du schnell hinterher. Wenn du und ich und Anne nicht zusammenarbeiten, ist Forza-End Geschichte. Ich will es auch noch gar nicht. Ja, egal. Es gibt einen wissenschaftlichen Begriff für unsere Gegner. Hallo. Servus. Jetzt haben wir aber nicht hinbekommen, fliege mit Larry. Ja, egal. Schieß ihn nicht ab, bitte, danke. Nein, unsere egoistische Liebhaber und echt. Geht ja gar nicht. Wäre auch gar nicht gut. Überhaupt nicht. Oh, das geht. Nicht versuchen. Oh, scheiße, Alter. Verlasse den Helikopter. Scheiße. Ich wollte ausprobieren, ob der Fallschirm aufgeht. Was hat mich getötet, voll schnell? Ah. Also komm, nehmen wir diesen Außenposten da ein. Wo ist der denn? Sichere das Gebiet. Direkt hinter dir. Alle sind schon markiert. Laut. Guck mal, was nein, meine nein, leise, kann. Leise. Warum? Leise. Ich brauche Geld, ganz viel. Ja, warte, ich hol die. Du den rechten, ich den linken, okay? Ich gehe hier lang. 3, 2, 1, Feuer. Das war knapp. Wir haben uns aber entdeckt. Also nicht entdeckt, aber wahrgenommen. Okay, gehen wir so rein. Ja, die haben uns noch nicht entdeckt. Oh. Spätestens jetzt haben sie es. Warte, das ist das Haus von Larry. Tatsächlich.
Okay, ich glaube alles sicher. Okay, komm runter, Larry. Ah, du... Oh ne, ich dachte schon, der stürzt fast ab. Nur der Auspuff. Oh, wir könnten den Tresor nochmal aufmachen. Wo? Bei Larry. Der ist wieder zu. Nee, das ist offen. Hä? Echt? Nee, ist nicht. Hier ist die Anzeige, dass ich den aufmachen kann, aber der ist zu bei mir. Offen bei mir. Okay. Bei mir ist er zu. Wie hole ich denn den Schweißbrenner? Auch Werkzeuge. Auch Werkzeuge? Ah, wahrscheinlich beim Hand, bei der Hand, oder? Nee. Nee, oben rechts. Die Musik ist schon krass. Feuer frei! Uh-huh. Oh. Ich geh mal weg. Ich würde da rausgehen. Ich bleib drin, bis zum bitteren Ende. Okay, ja, ich muss raus. Gib um. Ich hab die Frau gerettet. Ich bin ein Gentleman. Wir hatten hier das Feuer gelegt. Ich weiß nicht. Es kam plötzlich. Ich hab's gelegt, ich geb's zu. Boah, sogar Explosionen. Ich lieg im Eingang, ne? Ich lieg im Eingang. Ach, du bist das. Ja, ja, bei mir ist das Ding hier gegangen. Ah, Kacke. Und dann habe ich die wiederbelebt. Ach, das Feuer ist doch da. Hab ich ja, ja klar. Gesehen. Jetzt bin ich tot. Larry, tut mir leid wegen... Ah, bei mir ist es nicht da. Tut mir leid wegen deinem Haus, aber jetzt hast du wenigstens eine düstere Atmosphäre hier. Nein! Sie ist tot. Die ist aber nicht verschwunden. In 8 Minuten ist sie wieder bereit. Ja, kann ich die nicht aufheben? Kannst du mal den Raketenwerfer da weg looten? Ich hab den ja schon, ich hab die Munition da genommen. Warte, ich dreh den mal weg. Aus hier! Krass. Krieg dich mal hier hin, dann wachst du da wieder auf. So. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, ich geh mal rein zu Larry. Ach komm, Larry. Ist doch nur Feuer, was auf dein Haus zugeht. Oh. Naja, gut. Ist aber Vorsicht, bleib draußen, weg. Bleib draußen. Warum? Weil ich den Safe in die Luft jagen will, ob das geht. Ist zu offen. Bei mir nicht. Okay, funktioniert leider nicht. So, reden wir mit dir. Ja. Alle Lügen, die an mir gezweifelt haben. Wenn wir Phase 3 gemeinsam erreichen wollen, dann musst du die Wahrheit mit eigenen Augen sehen. Wo bist du? Draußen. Hier ist Story. Wir sind unter dem Radar. Kundschafter. Uns studieren und uns einschätzen. Für den Unvermeidlichen, wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, ist die Menschheit Geschichte. So einfach ist das. Darauf läuft es hinaus. Wir müssen sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Nur du kannst uns retten. Waren das genug Klischees, um dich zu überzeugen? Super! Eine Sache... ...und sammle Proben der Außerirdischen. Du kannst sie nicht verfehlen. Sie leuchten nachts und das Brummen macht die Tiere verrückt. Wird nicht lange dauern, bis es uns auch noch verrückt macht. Fehlen noch zwei Sachen bei dem. Eine Sache bei dem. Dann ist das so ein typischer... zwei typische Sachen. Einmal ist das so ein Alien-Verschwörungstyp und auf der anderen Seite ist das so voll der Kiffer, so wie der auch aussieht. Bin nämlich nur noch der Hippie-Bus. Der kommt noch jede Wette. Hier. Achso, das hatten wir schon. Okay. Komm, wir nehmen mal hier den. Lass das nachts machen. Lass mal in die Stadt fahren.
Okay. Das war ein cooles Lied, glaube ich. Ja. Ich dachte gerade, das Feuer ist bis da unten hin ausgebrannt. Geht's jetzt? Das hört aber gleich. Was ist da los? Ach, die schießen da. Auf nach Falls End, meiner Lieblingsstadt. Bisher. Ich weiß auch, warum das deine Lieblingsstadt ist. Warum? Weil das die einzigste ist. Nee. Ja, die wir bis jetzt oder gesehen Lieblingsort, haben. Sagen wir mal so. Lieblingsort trifft es besser. Wir kommen! Das war letztes Mal nicht da. So. Leber 50. Bin nicht mehr viel für die AK. Stopp. Warte, gibt's noch eine andere 44er Magnum? Ich glaube, ich kaufe mir diese irgendwann, wenn wir die mal haben. Diese typische Rick Grimes 44er Magnum. Ja, können wir durchaus mal machen. Aber dazu müssen wir es erst kriegen. Yep. Musst du noch zum... Ah, ich muss da noch mal rein. Ich guck mal in den Laden. 28.000 zur Hölle. Ich hab 25.000. Voll geil. Und 270er. Okay. Mhm. Puh, hier stinkt's wieder. Hier gibt's übrigens einen Subaru-Abklatsch, ne? Oh. Hab ich auch mal überlegt. Aber jetzt nicht. Alter, Scheiße! Was? Ohne Witz. Ich hab gerade auf. Also, ich wollte gerade auf das Fenster schießen vom Waffenladen. Und du wirst es kaum glauben. Aber die Kugel ist abgeprallt und ist dann. und ist dann in die Bar reingekracht. Kommen Sie mir hier auch noch mal so ein Chaos, Alter. Voll geil. Eigentlich wollte ich nur. Das musst du dir mal angucken. Voll geil. Mach ich eigentlich wollte Fall ich mal. Nur lüften. Aber ging nicht. Ach, das ist meine Aufgabe übernommen. Wir müssen. Das würde ich mir als Ziel setzen selber. Und damit ich das Muskelkar hier noch kriege, das zweite. Wir müssen zum Prepper-Versteck im McMallows Garage. Oder Garage. Okay. Am Henbane River. Henbane River. Ah, wo ist der denn? du kannst, wenn du willst, mal mitgucken. Da oben ist ein Story-Miss. Doch so, klatsch nixen. Wo ist denn der Henbane River? Dann gucken wir noch mal mit. Bands River. Hier gibt's ein Moccasins River. Also ich guck noch mal gerade hier in den Shop. McMullows Garage, warte, Henbane River, ne? Habe ich gesagt. Mhm. Henbane River. McMullows Garage. Hey, amigo. Oh. Komisch. Dead Man's River, das ist auch nicht.
Wo heißen denn die ganzen Sachen überhaupt? River, das sind die Seen, ne? Genau. River dancers, da 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 da. Da ist noch eine Nebenmission, die wir noch nicht haben. Okay. Warte, ich guck mal gerade hier nochmal schnell durch. Lamp of God Kirche. Ab. Orwells Haus, Anleger. Da ist noch ein Silo. Du hast uns alle gerettet. Danke. Feuerhaus. Klinik von Hope County, da waren wir auch noch nicht. Mm-mm. Ohne Witz, es gibt noch so viel zu entdecken, das ist furchtbar. Oh ja, das finde ich aber richtig schön. Ich will mir aber auch ordentlich Zeit lassen damit. Würde sagen. Na, gehen wir mal da oben zur Nebenmission, oder? Mhm. So, ich kaufe mir aber jetzt trotzdem ein Auto, weil man muss sich ja mal was gönnen. Bist du bereit? Oh Mann. Erste, eine erweiterte Version von meinem ersten. Na dann, kauf mal. Sehen, was er so drauf hat. Warte, was steht dazu? Das ist auch in meinem Style, das Auto. Du musst nicht bis zur mittlerweile so Rente warten, um dich hinter das Steuer dieser zeitlosen Schönheit zu setzen. Sicher. Hier ist mein neues Auto. Oh ja. Ja gut, dann machen wir wieder den Part zu Ende und dann machen wir hier den Anfang in der Stadt und gehen dann zu der Nebenmission. Genau. Komm mal her, guck dir das Auto an. Ich sehe es. Vom Nahen. Schön schwarz. Ich lasse mich überraschen. Ja. In 2 Minuten weiß ich's. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal ein bisschen Action bis da hinten rüber. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.